Freunde, ich bin in London gelandet. Ignoriert diese Frisur. Heute gibt es einen wunderschönen Stadion-Vlog, Freunde. Chelsea gegen Dynamo Zagreb in der Champions League. Ich bin, wie gesagt, gerade in London. Ich bin ja auf einem Capture-Event von EA Sports eingeladen. Ich darf für euch den neuen WM-Modus in FIFA 23 aufnehmen. Da werdet ihr die Tage noch Videos zu sehen. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall ein cooles Programm. Ich bin heute Abend im Stadion, dann ansonsten noch auf dem Capture-Event. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, soll ich morgen zum Arsenal-Spiel gehen? Die zocken in der Euroleague gegen Zürich. Vielleicht kann ich mir noch Karten besorgen. Muss mal ausprobieren. Hey, und Freunde, schaut euch das an. Diese Taxis in England sind so unfassbar geil. Feier ich extrem. Ich krieg gleich auch erstmal wieder direkt komplette Psychose, weil man einfach auf der linken Spur fährt. Ganz wild. So, mein Plan für heute ist eigentlich relativ simpel. Ich gehe jetzt gleich zu diesem Capture-Event. Dann darf ich den neuen WM-Modus ausprobieren. Den gibt es ja leider nicht in FIFA Ultimate Team, aber ich will mir auf jeden Fall mal angucken, wie das Ganze ausschaut. Es soll ja auch zu Ultimate Team sehr viel WM-Content dann geben in FIFA 23. Da bin ich mal sehr gespannt. Da bin ich jetzt gleich, check kurz im Hotel ein, dann gehe ich zum Event und dann geht es heute Abend zum Spiel. Und vielleicht habe ich vorher noch ein bisschen Zeit, London unsicher zu machen. Mal gucken. Also Freunde, ich bin absolut in London angekommen. Diese berühmten Doppeldeckerbusse. Und Junge, die fahren einfach links. Junge, es ist immer so komisch. Bin im Hotel eingecheckt, Freunde. Es kann losgehen. Ich habe Bock auf die Zeit hier in London. Also ich muss sagen, Freunde, ich habe einfach nur absolut Bock auf jetzt die nächsten Tage. FIFA World Cup Mode. Ich bin gespannt, was da so alles kommt. Ansonsten auch mal wieder Bock auf ein internationales Spiel. Das macht mir persönlich immer sehr viel Spaß. Ich muss jetzt gerade meine Sachen einmal ins Hotel bringen. Kann leider noch nicht einchecken. Bin ein bisschen zu früh. Aber ey, also es ist so selten, dass ich mal irgendwo pünktlich bin. Von daher, let's go. Bin 2 Tage hier. Aufnahmetag Nummer 1. Schauen wir mal. Ich hoffe, das wird geil. Aber erster Eindruck London. Pulloverwetter. Übrigens, Trust No One abchecken. Basic-Kollektion ist online. Und ja, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Ne? Also ich guck mal, ob ich vielleicht nachher noch ein bisschen die Stadt auch mal erkunden kann. Ey, ich schwör's euch, das macht mich nervös. Die fahren einfach links. Ich hab Todesangst. Ich komme da nicht drauf klar, Alter. Ich brauche mal wieder ein Haarspray. Man kann ja Haarspray irgendwie nicht mehr das Flugzeug mitnehmen, zumindest die großen nicht. Und Leute, ich bin überfordert. Also ich bin irgendwie bei Wespentöter-Zeug angelangt. Perfekt. Also ich habe mein Haarspray gefunden. Aber ich habe irgendwas falsch gemacht. Scheiße. Das ist futuristisch. Ich kann sowas nicht. In Deutschland wird bar bezahlt. Junge, das ist ja übel smart. Das hat einfach funktioniert. Ja, let's go. Geil. Brauchen wir auch. Ich sag's euch so, wie es ist. Das ist echt smart. Ich bin hier übrigens jetzt nicht so im Hochglanzviertel, sage ich mal, wie man vielleicht London so aus Filmen kennt. Aber irgendwie mag ich auch diese rustikalen Gassen. Keine Ahnung, feiere ich irgendwie. Aber wahrscheinlich finden es viele hässlich. Ich finde es irgendwie cool. Hier ist irgendwie so ein Vintage-Laden. Oder ich höre auf alles. Auf gar keinen Fall. Da werden so meine Organe abgezogen. Nope. Und raus da. Okay, let's go, Freunde. Ich glaube, ich bin richtig. Jetzt einfach ganz mieser Plot-Twist. Ey, mach kein Auge. Und wir sind an der Location angekommen. Hier wird Content für euch produziert. Geht dann nächste Woche irgendwann online. Darf ein bisschen FIFA 23 zocken. Ey, sieht mies fresh aus. Ey, Essen, Kaffee, FIFA. Gute Sache. Jetzt werden Videos aufgenommen, Leute. Kann ich arbeiten mit. Gute Work-Life-Balance. So, die ersten Aufnahmesessions sind durch. Ich muss sagen, sehr, sehr geile Location hier. Sehr, sehr cooles Event. Jeder hat hier so seine eigene Station, da irgendwo, da, ja, sieht man's, wo man halt zocken und aufnehmen kann. Ist für mich auch das erste Capture-Event seit 3 Jahren, weil davor war ja Corona, dann war jetzt eigentlich eins zu FIFA 23 Release geplant. Da ist dann alles ins Wasser gefallen wegen dem Tod der Queen und jetzt mal wieder sehr, sehr geil. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf coole Videos freuen. Das wird sehr nice. Als die Queen vor ungefähr einem Monat gestorben ist, war das auch richtig, richtig krass. Die müssen ja jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, die ganzen Geldscheine neu machen, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber das sollte einer der letzten britischen Pfund sein mit der Queen Elizabeth drauf. Vielleicht sollte ich den behalten. Cooles Ding. Wer ist der Kollege hier? Keine Ahnung. Sieht nice aus. Ich finde generell englisches Geld echt cool. Irgendwie hat das was. Okay, ich glaube, ich bin in der Innenstadt angekommen von London. Wir drehen uns mal um. Das sieht echt geil aus. Schau mal her, Alter. Damn, boy. Ja, typisch Englisch, der Doppeldecker, noch ein Doppeldecker.
noch ein Doppeldecker und die Skyline hier. Ey, das sieht schon brutal geil aus, Alter, ohne Flachs. Kurzer Hotel-Zwischenstopp. Wir gehen rein. Also ohne Scheiß, London ist krass. Die sind ja eine Stunde vor uns zeitmäßig. Und bei uns ist ja jetzt schon früh dunkel. Guck euch das an. Es ist einfach kurz vor 5. Bruder, einfach Mitternacht. Aber Freunde, gönnt euch mal London bei Nacht bzw. bei Abend. Boah, und da hinten ist die Tower Bridge. Sehr geil, da gehe ich gleich drauf. Mache noch ein bisschen Sightseeing. Das sieht echt geil aus. Tower Bridge Fun Fact übrigens. Genau an diesen Säulen hier haben einfach Benji, Steini und ich, als wir vor 4 Jahren in London waren, mal Insta-Bilder aufgenommen. Feier ich ewig gerade, genau wieder an der gleichen Stelle zu sein. Sieht auf jeden Fall mega aus. Sehr, sehr geil. Ey, was ein Feeling. Lauf einfach über die legendäre Tower Bridge drüber. Müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen, ne? Also hier auch wieder schöner Sightseeing-Tipp von mir. Vom Sightseeing-Experten. Tower Bridge und London Tower mitnehmen. Sehr, sehr cool. Wir gehen jetzt zum Spiel. Ja, wir gehen jetzt zum Spiel. So, hier nochmal zum Abschluss. London Bridge, London Tower. Und das ist die Aussicht, Alter. Schau mal, Freunde, ich habe hier noch so einen libanesischen Schnellimbiss gefunden. Richtig geil, direkt in der Nähe vom Tower Bridge. Ich gönne mir jetzt noch Shawarma, Bruder. Sehe ich mich. Okay, hier wisst ihr vorbei schon, Freunde. Das ist der libanesische Laden. So, ich bin nicht drauf. Hier, guys. Chili sauce. No, no, no. I'm here. Okay. Yes, what's the name? What's the My name here? My name is Abbas. Yeah. I'm from London. Yeah. For Tower Bridge, you have best restaurant for Sami Lebanese. Okay. Willst du vorbeikommen, Freunde? Yes. Everyone here welcome to here for London for Sami Lebanese. Wait. Best zu leben, Freunde. Shawarma. Vor mir steht einfach die Tower Bridge und das schmeckt echt geil. Aber müsst ihr mal vorbeikommen. Der Laden ist hier in der Straße. Kann was. Sehr geil. Freunde, ich bin auf dem Weg zum Stadion und es ist so viel Stau. Das ist der Wahnsinn, Mann. Ich bin einfach vor einer Dreiviertelstunde losgefahren. Unfassbar. Circa eine Stunde vor Anpfiff und ich bin kurz vor dem Stadion. Ich habe es noch irgendwie geschafft. Wichtig. Und hier sind schon überall so Läden vor dem Stadion. Richtig geil, Alter. Ich glaube, ich muss mal gleich einen Schal holen. Feier ich ja mega, Junge. Hier ist auch einfach so ein Chelsea-Pub. Das ist auch geil. Gehe ich vielleicht darüber rein. Kurzer Fun Fact, ich war sogar schon mal an der Stamford Bridge. Das Video gibt es auch hier auf meinem Kanal, ist 3 Jahre her. Und das Besondere an dem Stadion ist, dass es quasi direkt in so einem Wohnblock drin ist. Merkt man eigentlich, dass es windig ist? Nee, aber das ist halt so ein klassisches, altes, englisches Stadion. Und das werdet ihr gleich sehen, es ist einfach direkt in einem Wohnblock. Hier, schaut euch das an. Ganz normaler Wohnblock, ne? Hier. Und dann let's go, da sind wir, direkt am Stadion. Oh, und hier sieht man schon die Auswärtsfans von Dinamo Zagreb. Tabak freut sich mit den Kroatien-Flaggen. Und da sieht man schon so ganz leicht, es ist einfach mitten in der Stadt. Ich finde das so verrückt. Hier ist auf jeden Fall schon dick Trubel los. Ganz lieber Kuss geht auch nochmal raus an Ehrenbruder Kai Havertz. Der hat mir hier ein Ticket besorgt. Ich habe auch schon gesehen, der Bruder spielt von Anfang an. Ich wünsche ihm auf jeden Fall heute Glück. Die tabellarische Ausgangssituation seht ihr jetzt hier einmal eingeblendet. Chelsea ist auch aktuell auf dem ersten Platz. Ich glaube, der Gruppensieg ist auch schon sicher. Aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall auf ein geiles Spiel gespannt. Und ja, auch mal gucken, was die Zagreb-Auswärtssupporter machen. Und Chelsea, mal gucken, wie hier die Stimmung ist. Ich muss jetzt nur noch irgendwo mein Ticket abholen und ich weiß nicht ganz wo. Ich hoffe, ich krieg's hin. Hey, man hört die Zagreb-Fans schon. Geil. Ihr habt jetzt gerade einmal die Tabelle eingeblendet gesehen. Zagreb ist aktuell auf dem 4. Tabellenplatz, könnte aber sogar noch vorbeiziehen an den Salzburgern und Dritter werden. Das heißt, da geht es auch noch um die Euroleague. Ne? Wenn ihr heute vielleicht ein Wunder passiert,
Mal schauen. Hier hängen noch überall so Legendenbilder in der Straße. Hier haben wir John Terry, die Legende. Ehemaliger Chelsea-Captain. Ey, das sieht schon geil aus. Hier ist so eine schmale Gasse. Da hängen überall diese Legendenbilder. Wen haben wir hier? Ray Wilkins, muss ich ganz ehrlicherweise gestehen, kenne ich gar nicht. Und dann ist hier der Stadioneingang. Und guck mal, der ganz hinten ist sogar Kai, wie er da lächelt. Damals noch mit den längeren Haaren. Ey, ich kann mich daran erinnern, ne? Als ich letzte Mal hier war, war auch komplett lost. Ich wusste nicht, wo ich mein Ticket abholen soll. Oh, mir passiert gerade genau das Gleiche schon wieder. Oder? Ist aber auch ganz leicht Unordnung hier, ne? Sag ich euch ehrlich. Hier ist irgendwie dieser Merch-Store, also man sieht schon, die haben hier halt wirklich versucht, ein altes Stadion ein bisschen aufzupeppen. Das ist schon ein bisschen eng. Und da ist Didier Drogba. Grüße gehen raus. Und Grüße an die Bayern-Fans. Ich bin jetzt hier in so einer großen Plaza. Hier gibt es überall noch Essen, Essen, Essen. Und da ist das Stadion. Hier geht's raus. Hey, Ehrenmann. Kai Abi hat die Supporter auf seiner Seite. Ey, ich schwöre, das ist einfach 1:1 wie in diesen FIFA-Cutscenes, ne? Das sieht so cool aus. Ey, ich feier das krass hier, Alter, ohne Scheiß. Es hat so richtig diesen alten englischen Stadion-Vibe noch. Und ihr seht auch, es ist englisches Wetter. Also nee, Freunde, ich bin nicht von da gekommen. Einmal ums Stadion gelaufen, um zu merken, dass ich hier rein muss. Ist nicht passiert. Bruh. Die Legende! Chukwuemeka! Der war bei Fullscreen bei uns, Edelmann. Hat funktioniert. Ich krieg meine Tickets. Dankeschön. Thank you. Ey, was ein Ehrenmann. Kai Havertz. Du absolute Maschine. Ich küsse auf dein Herz. Können wir mal ganz kurz darüber reden, wie stylisch diese Tickets aussehen? Mit diesem Chelsea-Logo noch. Und ich bin sogar genau richtig. Wir gehen rein. Wir gehen durch das Gate rein, wie in den FIFA-Cutscenes. Let's go. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, yeah, no, you can't. Oh, yeah, right now. This one? Yeah, that one there. Ja. Yeah, it's no. Not working. Oh. Just get it on that side. No, it's not, it's something wrong with this. Okay, hier geht nix. Also entweder bin ich doof. Das hat funktioniert. Vamos. Also ohne Scheiß, dieses Stadion hat irgendwie schon irgendwie einen Vibe, Alter. Wir gehen rein. Okay, Freunde, wir probieren jetzt englisches Stadion, Bier und Essen. Ich bin gespannt. Hey, ciao, Stefan. Today, yes. Yeah, what's your match prediction? 3-1 Chelsea. Who's gonna score? Who's gonna go? Kai Havertz scores first goal. Yeah, let's go. What's I'll your match prediction? Aubameyang scores 2-0 Chelsea. Okay. 2-0. Thank you, guys. Enjoy the game. Ey, das ist ein richtig dickes L, ne? Ich habe mir hier ein Bier und einen Hotdog geholt. Man darf es einfach nur hier trinken. Und nicht im Stadion-Innenraum. Bruder, ich muss eigentlich da hoch. Ich muss eigentlich da die Treppe hoch. Ich darf einfach nicht. Perfekt. Kurzer englisches Bier-Stadion-Test. Kann was. Ich weiß nicht, was für eins ist, aber schmeckt gut. Let's go, Freunde. Ein View, Alter. Oh mein Gott. Feier ist ja geisteskrank. Junge. So, da machen sich die Ehrenmänner gerade warm. Also das auf jeden Fall krass an dem Chelsea-Stadion. Achtet mal, wie steil es hier hochgeht. Junge, Junge, Junge. Bruder, das ist ja heftig. Also ich kenn's ja bei Schalke aus der Felddienst-Arena. Die Felddienst-Arena ist ja nicht so steil gebaut. Aber Bruder, Stamford Bridge, Alter. Wenn du Höhenangst hast, weiß nicht, Bro. Ey, ich feier das krass, ne? Irgendwie mag ich dieses Stadion. Geil, Alter. Hier drüben machen sich jetzt noch die Chelsea Boys warm. Gucken wir mal, ob ich Kai spotten kann. Ist das hier Kai? Ich habe keine Ahnung. Aber die Boys machen hier ein bisschen Torschussübung. Zagreb hier gerade noch ein bisschen die Laufübung am Practicen. Schiedsrichtergespann ist auch da. Und dann gehen wir gleich rein, Freunde. Mann, ich bin so gehypt. Ich liebe diese internationalen Spiele. Ne? Das macht so Bock, Alter. Vor allem so diese älteren englischen Stadien. Ich habe es wahrscheinlich jetzt schon 10-mal gesagt. Aber ich habe einen kleinen Faible dafür, ne? Ohne Scheiß. Es gibt Applaus. Die Chelsea-Spieler sind gerade reingekommen. Haben sich bis gerade noch warm gemacht. Und dann geht's gleich los, Alter. Oh, ich habe so Bock alleine auf die Champions League-Hymne. Irgendeiner von den Athletik-Trainern oder so hat gerade über den Streamer reingehauen. Junge, einer für Schalke. Ich will suchen.
Komm mal her. Ich weiß, ich glaube, man sieht es auf der Kamera nicht, aber es ist so am Pissen. Es ist so klassisches englisches Wetter. Und ich mache gerade drei Kreuze, dass ich unterm Dach sitze, Alter, ohne Spaß. Das ist übrigens der Hotdog. Junge, das ist ja der letzte Scam. Ich glaube, ich habe auch vergessen, an diese Snackbar zu gehen, wo ich mir Ketchup und Senf und so drauf machen sollte. Aber es sieht nicht geil aus, Alter, scheiße. Okay, Hotdog-Test. Keine Ahnung. Hey. Ohne warm. Wir nehmen alles zurück. Wir gehen voll fit. Wäre ich so schlau gewesen, hätte mir so Ketchup und so Gürkchen genommen. Wäre das sogar eine 8 von 10. Das kann man voll essen. Oh, es geht los. Die Chelsea-Fans melden sich das erste Mal. Und das sind jetzt die Auswärtsfans. Ich bin gerade überfragt. Man kann es echt nicht unterscheiden, Alter. Und die Zagreb-Fans sind so am Pfeifen. Geil! Alter! Hey! Ja, wie laut, Junge! Oh, gleich kommt der Bolt! Ey, geil, Alter, da geht so eine Flagge einmal quer durch den Block. Pride of London. Geil. Guck mal hier. Digga, geil, Alter, die Zagreb-Fans machen richtig Lärm. Feier ich. Für die geht's um die Euroleague, wenn die gewinnen. Digga, die Zagreb-Fans machen richtig Alarm. Feier das ja krass. Oh, es geht los, Freunde. Die Mannschaft bekommen rein, Mammut! Geil, Alter! Was eine Atmosphäre, ey! Die Demo! Die Demo! Diese Hymne. Geht rein. Monty geht in sein Tor rein. Und da geht's los, Alter. Ey, ich hab so Bock. Geil. Auf ein gutes Spiel. Ich glaube, Zagreb wird anstoßen. Ah, die machen so Lärm, Junge. Also Kai, wenn du siehst, sorry, aber euer Stadion wird ja gerade eingenommen. Ganz klare Geschichte. Let's go. Auch ein geiles Spiel. Let's go. Kai Abis will vor sind. Oh, guter Ball. Ist so Feuer drin. Geil, Alter. Ey, Schande über mein Haupt, ja, gar kein Disrespect. Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit kroatischem Fußball auseinandergesetzt.
aber Dinamo Zagreb-Fans machen richtig gute Action und führen 1-0 ihr Team, Alter. Es sei denn vom Herzen gegönnt. Ich hoffe zwar noch auf Kai Abi, der ist ja ein Türchen macht, aber ey, hört selber, das ist schon krass, was sie machen. Okay, gab wohl hinten eine dicke Verletzung. Weiß nicht, wer es war, aber gute Besserung. Keine Ahnung, irgendwie ein Zusammenfall oder so. Weiß ich nicht. Okay, man hört zum ersten Mal leicht die Chelsea-Fans. Aber ey, ohne Scheiß, ganz leicht. Zagreb-Fans haben das Ding komplett im Griff. Und ich weiß nicht, ob es da hinten weitergeht bei dem Spieler. Komm, Kai Abi. Guter Ball! Boah! Püß, Junge! Bruder, Kai mit 99 Übersicht oder was? Machen wir bei der WM bitte auch so. Komm auf die Chelsea-Fans. Jetzt ist richtig geil, Alter. Oh, 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 mein Verkack. Digga, was geht ab, Alter? Hier ist so Feuer drin, Alter. Zagreb, für die geht's um alles. Für die geht's um die Euroleague. Für Chelsea geht's um die Ehre, Alter. Geil. Gibt Applaus von den Chelsea-Fans. Die sind ein bisschen aufgewacht. Chelsea jetzt aber auch besser gerade. Digga, es ist so Tempo drin. Ich feier das so krass, ne? Geil, ich hab gar nicht damit gerechnet, dass auch Zagreb so abliefert. Was ein Ball von Kai, Alter. Das tut weh. Vorlage wäre überkrass gewesen. Aua. Zakaria mit dem 2-1, Junge. Was geht hier ab? Geil, Alter. Und da ist die Stanford Bridge. Digga, wie sie die Zagreb-Fans verarschen. Chill doch mal, Junge. Die machen so gute Arbeit da unten. Oh, Digga, Koulibaly ist so ein Vieh, ne? Ey, 2-1 zur Halbzeit. Richtig geiles Spiel, ohne Scheiß. Richtig, richtig geiles Spiel. Und die Jungs da drüben von Zagreb. Digga, das ist richtig geil, Alter, ohne Scheiß. So, kurz Bierchen holen und hoffentlich hier nicht in die Tiefe stürzen. Bruder, es ist so steil hier, Alter. Erstmal am Geländer festhalten, besser ist das. Okay, kurzes Halbzeitfazit. Ey, ich bin richtig glücklich, weil die Stimmung ist sehr, sehr geil, muss ich sagen. Wobei da auch die Zagreb-Fans den größten Anteil dran haben, open early. Muss hier ein bisschen aufpassen mit der Treppe. Aber ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt so vor sich hin plätschern wird, weil Zagreb ist halt schon ein krasser Außenseiter und Chelsea ist halt schon safe Gruppenerster wegen direkter Vergleich. Aber hier ist richtig Feuer drin. Für Chelsea geht es um die Ehre, die haben richtig Bock, die haben das Ding auch gedreht. Und für Zagreb geht es um die Euroleague. Milan führt im Parallelspiel. Das heißt, Zagreb müsste gewinnen, um in die Euroleague zu kommen. Ob das dann passiert, ist dann eine andere Frage. Aber bis jetzt geiles Spiel. Kai Abi auch gutes Spiel. Aber ich warte noch auf ein Tor von ihm. Ich will noch ein Tor von ihm sehen. Ist übrigens auch zum Glück nicht eng hier. Alles gut, alles entspannt, alles easy, all good. Es wird Zeit für Runde 2 englisches Bier. Sehe ich nicht. Das ist 10 von 10 random.
Ich stehe hier vorne, will mir ein Bier bestellen. Hier ist ein deutscher Zuschauer. Hier ist ein deutscher Zuschauer. Junge, ganz wild, Alter. Die Deutschen übernehmen mir das Ding. Bruder, ich habe schon wieder krass reingeschissen. Einfach zweite Halbzeit läuft. Und ich kann nicht rein wegen meinem Bier. Bodenlos. Ey, ich hab das Ding einfach gedribbelt. So. So kann man auch funktionieren. Boah, man hört endlich mal die Chelsea-Fans. Oh, jetzt kommt Zagreb. Gut gemacht eigentlich, ne? Oh, Außennetz. Oh, Aubameyang und Sterling im Konter. Oh! Es fehlt bei beiden so der letzte Pass, ne? Oh, Kai Abi muss runter. Kai Abi geht runter, wer hilft uns? Ach, Digga, ich hätte gern ein Tor von dir gesehen. Da ist er, die Maschine. Trotzdem gutes Spiel von Kai, muss man sagen. Hörchen hätte ich gefeiert, bin ich open und early. Aber Dreierwechsel bei Chelsea, ich glaube, die fangen jetzt auch ein bisschen zu schonen. Oh, Thiago Silva! Boah, geiler Ball gesagt. Digga, ich feier die so krass, ne? Das ist so geil, Alter. Gibt einen guten Freistoß für Chelsea, eine gute Möglichkeit. Boah, ey, und ihr seht oben, wie krass es am Pissen ist, ne? Das ist der Wahnsinn. So, come on. Zeig mir ein schönes Ding. Oh! Alter! Bruder, war es Mason Mount? Gutes Ding. Weiß ich nicht. Oh. Ah, warum nach hinten? Ach, Bro. Sterling geht raus, Tor gemacht. Gutes Spiel, Pulisic kommt rein. Ich hab nochmal Applaus für den Bruder. Komm mal und sag ihm nochmal, die brauchen zwei Tore für die Euroleague. Aber den werden hier in der zweiten Halbzeit echt ihre Limits aufgezeigt, Alter. Sie haben leider nicht die Qualität dafür, hier richtig mitzuspielen. Das tut echt weh. Komm on! Boah, Alter. Oh, wie schlecht aus so einem Konter. Ohne Scheiß, ne? Also den Grind werde ich nie verstehen. Bruder, das ist ein Champions-League-Spiel. Euer Team wird gerade Gruppensieger. Warum geht ihr denn? Hä? Keinen Sinn. Show some respect for the team. Oh mein Gott! Alter, hat er den liegen lassen. Thiago Silva, Hilfe. Oh, sag ihm nochmal. Nein. Handelfmeter, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh! Konter nochmal. Ah, stolpert. Nee, scheiße. Beim Chelsea-Spiel hat sich gerade irgendwas zugezogen mit gepfiffen. Ich glaube, zwei Minuten gibt's noch. Und vielleicht nochmal einen Elfmeter-Check vom VR. Ey, und die haben sowieso ihren Spaß, ne? Das ist so krass, wie die dieses Stadion eingenommen haben. Unfassbar. Also ohne Scheiß. Ihre Mannschaft geht auf Platz 4 aus dieser Champions League-Gruppe raus und hat in der zweiten Halbzeit wirklich einfach keine Chance. Und die singen einfach 90 Minuten durch, Mann. So soll es sein. Das ist einfach geil. Vorbei! Chelsea gewinnt die Gruppe und ist Gruppenerster und damit im Champions League-Achtelfinale. Zagreb-Spieler kriegen nochmal ihren Applaus.
Ey, das ist richtig, richtig geil, Mann. Cool. Ey, ohne Scheiß, ich hab mich ein bisschen in Dinamo Zagreb verliebt, ne? Guck mal, wie cool. Jeder Spieler von denen gibt einfach ein Trikot ab. Ich feier das einfach mies, ne? Bruder, da haben safe gerade 15 Spieler ihr Trikot abgegeben. Freunde, gönnt euch einfach nochmal die Stimmung zum Abschluss. Was die Zagreb-Fans machen, ist geistkrank. Hier hinten ist schon irgendwie gefühlt alles leer. Das ist ja in England irgendwie so normal, dass man halt direkt nach dem Abpfiff geht. Ey, aber es war ein sehr, sehr geiles Spiel. In der ersten Halbzeit viel passiert. Bei Zagreb ging es halt um die Euroleague. Die haben alles reingeworfen. Aber mehr ging halt nicht. Und Chelsea wie Stil eine Top-Mannschaft. Hat man dann halt gesehen, dass die Premier League zocken und da oben spielen. Ne? Die haben in der zweiten Halbzeit auf 70% gezockt. Und das hat er gereicht. Ne? Zweite Halbzeit ein bisschen geplätschert. Ey, ich muss nochmal. Wie krass ist das, Junge? Digga, das ganze scheiß Stadion ist leer. Guck mal, da, wo eigentlich die aktiven Fans sein würden. Chelsea gerade Gruppensieger geworden. Guckt euch Zagreb an. Digga, das ist so geil. Das macht mich so glücklich, Junge. Ich liebe sowas. Ist das cool, Mann. Ey, man hört im Hintergrund immer noch die Dinamo Zagreb-Fans. Das Stadion ist fast komplett leer. Es sind nur noch Zagreb-Fans da. Und die machen hier eine Stimmung. So was habe ich selten gesehen. Ey, lasst ein Like da, wenn euch dieser Stadion-Video gefallen hat. Mir hat ultra viel Spaß gemacht, ohne Flachs. Ich feiere die Stamford Bridge, das ist ein geiles Stadion. Englische Atmosphäre, muss ich ehrlicherweise sagen, sind für mich deutsche Stadien krasser. Hat jeder seine eigene Meinung. Aber ich feiere das mehr, wenn halt so Ultra-Gruppierungen Gas geben. In England ist es ja so sehr situativ. Und Bruder, wenn dann solche Fans angereist kommen, ey, dann nehmen die Stadion ein. Vor 90 Minuten waren 89 Minuten die Zagreb-Fans lauter. Das war ganz, ganz krass. Hier wird jetzt unten auch ein Erinnerungsfoto gemacht. Seid ihm gegönnt. Lasst ein Like da, wenn euch dieser Stadionblock gefallen hat. Bruder, noch nie bei einer Abmoderation so in meine Kamera geschrien. Wir sehen uns eventuell morgen bei Arsenal gegen Zürich. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann bemühe ich mich kurzfristig um Tickets. Und lasst ein Abo da. Richtig, haut rein. Ciao, ciao.